Wenn manche Leute sagen, alle werden unschuldig geboren, dann ist eigentlich mein Credo als Schriftsteller, alle sterben unschuldig. Und davon handelt das eigentlich. Wenn ich Menschen treffe und die mich interessieren, ich schaffe es in der Regel so mit 3 Sätzen bis zu den dunkelsten familiären Geheimnissen vorzustoßen. Ich bin so wie Sherlock Holmes der Biografien der Menschen um mich herum. Eine Figur, von der man nur die Spitze sieht, wie bei diesem sprichwörtlichen Eisberg, die aber eine Geschichte hat, dass alles, was da verborgen ist, das ist ja im Prinzip erst das, woraus man eine Geschichte bauen kann, erzählen kann. Dort verästeln sich Dinge, dort gibt es Konflikte. Dann wird es so richtig interessant. Das heißt, ich finde, die Biografie eines Menschen ist im Prinzip wie das Drehbuch seines Lebens, das wir dann als Schriftsteller verfilmen dürfen. In meinem Leben war immer dieser Mann, dieser Vater, den ich sehr liebe, aber der manchmal so streng war oder so ungeduldig. Und vermutlich hat sich irgendwie in meinem Kopf und in meinem Herzen irgendwas dazu immer weiter so entwickelt, so Gedanken, Gefühle, nichts Konkretes. Und plötzlich wird aus diesen Bildern eine literarische Figur. Meine Mutter hat zu mir gesagt, weißt du, der Philip Roth, bei dem machen die es immer nur auf eine Art. Egal, ich lese egal welches Buch, es ist immer nur das Gleiche, wie sie es machen. Bei dir sind so viele verschiedene Techniken. Aber natürlich stehen diese Techniken für etwas. Es steht natürlich dafür, für die Verletzung, die man hatte. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, dass einen erregt, was mal wehtat. Das sind die Themen des 20. Jahrhunderts. Ein Jahrhundert der sexuellen Befreiung, der großen Menschheitsverbrechen, von Freud, von Psychoanalyse. Ich habe das Gefühl, hier will immer jemand die ganze Zeit diese Dämonen in so einer Kiste halten. Und die schlagen so von unten gegen diese Klappe und es wird immer lauter und dann wieder leiser und immer lauter, immer leiser. Aber so funktioniert es nicht, auf Dauer. Denn natürlich ist dieses mit den Eltern nicht darüber, Großeltern nicht darüber reden können, was war, wer ihre Eltern, wer ihre Großeltern waren. Ist ja klar. Man will es nicht hören. Man will nicht hören, wir haben nicht mitbekommen, wie die Nachbarn weggebracht wurden. Oder man will nicht hören, ja, sorry, Opa war im KZ und hat ein paar Juden umgebracht. Ja, wer will denn das hören? Und gleichzeitig aber ist dieses Volk, und das ist das Verrückte, hat auch etwas gemacht, was noch nie eine Nation vollbracht hat. Es hat wirklich sich sehr, sehr ernst beschäftigt, aber auf einer sehr abstrakten, unpersönlichen Ebene, mit dem, was die Generation der Großväter, Urgroßväter getan hat. Zu der abstrakten Beschäftigung mit der Geschichte sind die Deutschen nicht nur fähig, sondern sehr begabt. Aber die persönliche, das tun sie nicht. Und dieser Mangel an Biografie, den mir auch so oft in Literatur begegnet, den finde ich halt schade, weil schlicht und ergreifend dadurch die Kunstwerke nicht saftig sind. Am Ende glaube ich, will ich von der Literatur tatsächlich etwas, was wenigstens in der deutschen Gesellschaft nicht sehr verbreitet ist. Und das ist Aufrichtigkeit. Ich schwöre beim Leben des Hundes meiner Mutter, ich provoziere nicht, weil ich provozieren will. Es gibt schlimmere Etiketten. Aber das Wort Provokation impliziert immer, du meinst es nicht so. Du willst eigentlich ärgern und du willst Aufmerksamkeit. Ich will nicht Aufmerksamkeit. Ich will morgens aufstehen, schreiben, Mittagessen schreiben, schwimmen gehen, 2 Folgen einer Serie gucken und schlafen gehen. In Deutschland sind alle beleidigt. Sind alle beleidigt. Das ist ganz interessant.